Grüßt euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um eine BIM-Checkliste. Was ist eine BIM-Checkliste und für was brauche ich das? Laut meiner Meinung ist jedes Projekt einzigartig und jedes Projekt startet strukturiert und wird am Schluss komplexer und chaotischer. Umso mehr strukturiert ich am Anfang bin, umso besser läuft es auch hinten raus, sage ich jetzt mal. Also das ist meine Überzeugung. Und wenn ich am Anfang chaotisch starte, wird es auch am Ende eine Totalkatastrophe. Aus dem Grund habe ich für jedes Projekt Daten hinterlegt, die ich ausfülle. Sogar ich als One-Man-Show hinterlege die Daten, weil ich davon profitiere, für jedes Projekt zu wissen, was muss ich denn eigentlich tun, was habe ich ausgemacht, was funktioniert da drin. Aber dazu komme ich jetzt gleich. Und natürlich, wenn du einmal eine Information erhältst, warum sollst du die deinen Arbeitskollegen vorenthalten? Warum sollte der die selber wieder erarbeiten? Oder was ist, wenn jemand in Urlaub ist? Und so weiter und so fort. Aus dem Grund habe ich mir selber eine eigene BIM-Checkliste, eine Start-Checkliste für jedes Projekt erstellt. Ich habe das runterkomprimiert auf das Wichtigste von mir. Die kann man beliebig erweitern. Ich hatte auch schon eine ewig lange Liste mit 3 Seiten. Jetzt habe ich eine DIN A4-Seite, die reicht aus. Und die könnt ihr natürlich frei zur Verfügung haben. Schreibt einfach einen Kommentar drunter, dass ihr die haben möchtet. Und dann schicke ich euch die zu, dann könnt ihr die selber abändern zwecks mir oder auch so benutzen. Ja, was habe ich denn am Anfang? Also es geht mir zuerst mal, um welches Projekt handelt es sich. Jedes Projekt bekommt dieses Word-Dokument und hier schreibe ich einen Projektnamen rein. Aber bitte nicht diese Projektnamen Neubau eines Wohnfamilienhauses mit 150 Parteien und 2 Tiefgaragen. Wer spricht diesen Projektnamen jedes Mal so aus? Niemand. Jeder benennt meistens entweder die Stadt oder die Straße als Projektnummer. Deswegen habe ich einfach gesagt, okay, bei mir ist es das Projekt Dietfurt. Punkt. Ich kenne mich sofort aus, um welches Projekt es sich handelt und es ist auch im Wortlaut und in der Umgangssprache im Büro dieses Projekt. Niemand wird sagen, Mehrfachgebäude, bla bla bla, Neubau, sonst irgendwas, wird keiner sagen. Sondern jeder wird zum Beispiel Benno-Meyer-Straße, Dietfurt oder keine Ahnung, München, Hauptbahnhof oder sonst irgendwas nennen. Und das schreibe ich genauso rein, dass jeder weiß, wie das Projekt heißt. Dann noch eine Projektnummer, wie ich sie vergebe, zum Beispiel 23.07., also im 2023 im Juli das erste Projekt. Das ist meine Projektnummer, Punkt. Und bei Projektnummer extern ist es meistens der Architekt, der mich interessiert oder der Ingenieur, der mir den Auftrag erteilt. Der hat dann eine andere Projektnummer, habe ich jetzt einfach irgendwas in Fantasie reingeschrieben. Auch die schreibe ich hier rein. Warum? Weil wenn ich in mein Outlook gehe und suche nach dem Projekt, dann könnte es sein, dass ich nach meiner Projektnummer suche und finde nicht alle E-Mails. Suche ich dann nach der externen Nummer, dann finde ich auch die vom Auftraggeber, Architekten und sonstige. Genau. Dann habe ich die Projektkoordinatoren. Zum Beispiel Projektleiter Ingenieur ist bei mir der Herr Müller Michael. Der Projektleiter Architekt ist die Frau Müller T. Projektleiter in der CAD bin ich selbst, Herr Pöppel. Und schon ist es niedergeschrieben. Ich weiß sofort, wer mein Ansprechpartner als Ingenieur ist und wer als Architekt mein Ansprechpartner ist. Punkt. Warum soll ich jetzt jemanden vorenthalten? Ne? So, und dann die Software, die ich benutze, ist zum Beispiel, könnte jetzt zum Beispiel sein, ich benutze Allplan 23 standardmäßig. Aber die CAD-Software von extern, vom Ingenieur, könnte zum Beispiel 22 sein. Jetzt hat der vielleicht keinen Service-Plus-Vertrag oder hat schon damit begonnen zu zeichnen oder. Jetzt muss man sich entscheiden, ob man getrennte Wege fährt, dass der eine Allplan 23 benutzt, der andere Allplan 22. Oder ob es ein Down- oder Upgrade gibt. Und in dem Fall entscheide ich mich zum Beispiel, okay, ich mache ein Downgrade. Ich benutze auch Allplan 2022, um beim Teilbildwechsel oder sonstiges keine Probleme zu haben beim Austausch, beim Import und Export. Deswegen mache ich jetzt diesen Downgrade. Könnte auch ein Upgrade der externen sein. Dann benutze ich Allplan Share. Allplan Share ist sozusagen die Cloud-Version vom Workgroup, kann ich jetzt einfach mal so sagen. Wenn jetzt jemand in
keine Ahnung, Pressig oder so, mit mir zusammen ein Projekt hat, dann kann der über die Cloud mit mir das Projekt an einem Modell vollziehen. Und wenn ja, dann kann ich Share nutzen und wenn nein, habe ich eine Checkbox. Nein, wird nicht genutzt. Jetzt denkt sich jeder, warum nimmst du nicht einfach eine Checkbox, wird genutzt und entweder ist sie angehakt oder nicht. Weil es könnte ja sein, dass ich das noch gar nicht weiß. Und wenn ich es noch gar nicht weiß, dann bleiben die zwei Stellen offen, dann weiß ich, okay, es wurde noch nicht überlegt. Und wenn ich aber schon einen Entschluss gefasst habe, wird genutzt, dann kann ich auch das X reinsetzen. Oder wird nicht genutzt, dann kann ich auch hier das X reinsetzen. Kollisionsprüfung. Ja, wird eine Kollisionsprüfung gemacht, dann sage ich ja, alle 2 Wochen, muss an den alle 2 Wochen sein. Und die Kollisionsprüfung oder sonstige Sachen, die sind eh vom Intervall her zu den jeweiligen Leistungsphasen komplett unterschiedlich. Am Anfang vielleicht ein bisschen mehr, dann wieder weniger, dann könnte es auch wieder mehr werden, weil was schwieriger wird und so weiter und so fort. Aber ich setze mir dann schon mal Termine in meinen Outlook-Kalender rein, alle 2 Wochen und entweder ich ignoriere den alle 2 Wochen und sage, okay, ich habe es gesehen, ich muss es noch nachholen oder nicht. Aber es ist schon mal zumindest vordefiniert und es wird nicht vergessen. Zumindest weiß ich, dass ich welche machen soll. Selbes Schema, BIM Plus, Upload-Intervall, sage ich jeden Freitag, lade ich das Projekt hoch, komme was wolle, in Outlook gesetzt, dann mache ich das auch. Und wenn ich mal einen Freitag auslasse, dann verschiebe ich mir den Termin auf den nächsten Montag, aber es wird nicht vergessen. Dann die BIM Collaboration Format, wird der genutzt oder nicht? Wird meistens leider nicht genutzt. Ich verstehe es nicht, warum sich alle noch weigern, dieses Format zu nutzen. Es gibt doch nichts Besseres. Ich gehe jetzt auch nicht im Detail darüber ein, was ein BCF ist. Googelt das einfach mal nach, macht wirklich Sinn. Das ist, also runtergebrochen ist es eine Kameraposition an einem Bauteil und dann steht ein Text dabei, eine Wichtigkeit, ein Fälligkeitsdatum und wer das alles sehen soll per E-Mail und so weiter und so fort und wer das Problem lösen soll. Wunderbare Sache. Viel schneller, viel gezielter als eine doofe E-Mail, muss ich ehrlich sagen. Okay. Dann modelltechnisch. Ich nenne es First Main Model. Es, glaube ich, hat tausende Namen. Bei mir heißt es First Main Model. Was ist das? Wenn ich zum Beispiel ein Modell des Architekten übernehmen kann oder vom Ingenieur, dann kann ich das einmalig tun. Einmalig kann ich ein Modell vom Externen übernehmen. Ich kann es auch zwei, dreimal, aber dann macht es keinen Sinn mehr. Warum? Ich nehme das Modell eines Externen, spalte es mir in Teilbindern auf und verschiebe es. Dadurch ändere ich zwar die GUID, aber ich habe ja eher ein anderes Modell als der Architekt und als der Ingenieur. Deswegen ist mir das völlig egal. Also ich zerschnipple Wände und lege sie bei mir ins Teilbild Wände. Decken in Decken und so weiter und so fort. Dann übergebe ich meine Intelligenz meiner Baudaten von meinem Assistenten, zum Beispiel aus den Betonwänden zu den Betonwänden, aus den Mauerwerken in den Mauerwerken rein und so weiter und so fort. So übergebe ich jede Intelligenz. Und auch die Oberflächendarstellungen. Das übergebe ich einmalig über das First Main Modell. Diese Arbeit mache ich mir einmal. Die dauert ungefähr pro Projekt 15 bis 30 Minuten, je nachdem, wie groß das ist. Kann auch mal eine Dreiviertelstunde dauern bei einem ganz großen Projekt. Aber es rentiert sich. Genau. Und wenn ich das First Main Modell habe und habe die Intelligenz übergeben und die Oberflächen, dann werde ich nichts mehr daran ändern, ich werde kein Teilbild mehr tauschen, ich werde nichts mehr annehmen, sondern dann wird über BCF kommuniziert, hey, hier habe ich was verschoben, dann verschiebe ich das auch. Hey, wir müssen einen Maßstab von der Stütze ändern, dann ändere ich das in meinem Modell. Da werde ich dann nicht mehr anfangen, das wieder auszutauschen, weil vielleicht habe ich schon Schnitte gemacht oder sonst irgendwas und dann würde das First Main Modell brechen. Punkt. Also, First Main Modell einmal benutzen, reicht. Pro Leistungsphase, ich sage jetzt einfach mal. IFC auf Rohbau reduziert, das ist immer ein wichtiger Punkt, wenn ich ein IFC-Modell bekomme und keine Projektsicherung, sondern IFC-Modell, dann möchte ich, dass es auf Rohbau reduziert wird. Ist es nicht so, dann rufe ich den Architekten an oder den Ingenieur und sage, hey, kannst du nicht beim Exportieren ein bisschen mehr aufpassen? In der Hoffnung, dass es kann. Wenn nicht, dann sage ich halt, okay, dann säubere ich das selber. Hab's aber notiert und kann dann später bei der Kostenrechnungsstellung sagen, hey, ich musste da ein bisschen mehr Arbeit machen, habe da ein bisschen bei der Zeit bei euch verzögert, aber das liegt vielleicht an solchen Sachen. Und dann wird man bei mir gnädig sein. Ich verlange da jetzt kein Geld danach oder sonst irgendwas, aber ich habe etwas dokumentiert und habe ein bisschen was auf der Hand. Falls ich mal ein bisschen Mist baue, dann kann ich damit entgegenwirken. Okay? Dann ist es ein Closed BIM. Also haben beide Allplan oder haben ganz viele Allplan in diesem Bereich. Dann
Sage ich ja, cool, dann habe ich weniger Probleme, bin schneller und so weiter und so fort. Natürlich geht es auch Open BIM, aber Closed BIM-Bereich funktioniert halt noch schneller, noch besser, sage ich jetzt einmal mal, auch wenn es Open BIM auch schon ziemlich gut alles funktioniert. Aber das ist für mich nochmal wichtig zu wissen. Dann kontrolliere ich noch, ob die Wandstärken gut sind von diesem First Me-Modell, ob auch 24 cm 24 sind, ob die Maße korrekt sind, im richtigen Abstand und ob die Winkel auch 90 Grad, 180 und so weiter und so fort sind. Dann noch ein paar kleine CAD-Informationen. Zum Beispiel ist ein AIA vorhanden. Der ist eigentlich immer vorhanden, weil der Auftraggeber möchte immer festlegen, was denn an dem Projekt geschaffen werden soll. Den gibt es immer. Der BAP ist meistens nicht vorhanden und wenn er vorhanden ist, dann ist er meistens 500 Seiten lang gefüllt. Versucht den bitte, wenn ihr einen BAP erstellt, so kurz und knackig wie möglich und am besten auf Deutsch reinschreiben. Einfach, was wollt ihr bis wann haben, dann versteht es auch jeder. Und nicht übrigens so ein Beamtendeutsch anfangen. Das ist jetzt einfach mein Tipp am BAP. Man hört meinen Unmut heraus. Da gibt es leider keinen Standard. Da bin ich und der Michael Müller aber noch dran, dass wir hier einen Standard ein bisschen erstellen und euch zur Verfügung stellen. Genau. IFC-Attribute, sind die wichtig? Ja oder nein? Jetzt denkt ihr, der redet vom BIM und fragt jetzt nach, ob IFC-Attribute wichtig sind. Natürlich sind die wichtig. Mir geht es jetzt da in erster Linie um IFC-Attribute, die außerhalb meiner benutzerdefinierten Attribute liegen. Zum Beispiel, es kann ja jeder alles fordern. Zum Beispiel, ist das Bauteil statisch tragend? Bitte liefert mir die Information, ja oder nein. Dann denke ich mir, ja, wird es von dir ausgewertet? Wird es über eine Plattform wie BIM Plus oder Solibri von dir ausgewertet und angesehen? Oder nicht? Wenn es angesehen wird, okay, dann sind ja IFC-Attribute wichtig. Sobald eins wichtig ist, ist es für mich wichtig. Aber wenn damit nichts gemacht wird, dann sind mir die IFC-Attribute völlig egal. Dann sind mir nur meine benutzerdefinierten Attribute wichtig und die pflege ich. Dann pflege ich keine IFC-Attribute. Genau. Punkt. Das ist einfach mein Standpunkt. Auch wenn das jetzt nicht so viel Aufwand wäre, aber es ist halt ein Aufwand. Und deswegen sage ich, wenn es nicht wichtig ist, warum soll ich es tun? Ist der Startpunkt bekannt? Wenn es noch nein ist, dann weiß ich heute, da müssen wir ja noch was festlegen. Ist der Grundriss gedreht? Macht Sinn, den zu drehen, dass man irgendwie eine horizontale oder vertikale Kante hat von unserem Bauprojekt? Meistens ist er dann gedreht. Darf ich meinen Plankopf intern nutzen? Ja oder nein? Das ist für mich noch eine wichtige Feststellung oder Festlegung. Und muss ich eine Plankodierung aus einer Vorgabe nehmen, extern? Ja oder nein? Und dann kann ich noch Hinweise hinschreiben und dann habe ich mein Dokument für das Projekt fertiggestellt. So beginne ich jedes Projekt. Wenn ich das durchrattere, sage ich jetzt mal, bin ich spätestens nach 10 Minuten wirklich fertig und ich habe ein Dokument, das ich immer wieder nachlesen kann und immer wieder nachschauen kann. Hey, was wurden damals ausgemacht? Was habe ich damals gemacht? Was habe ich mir für Gedanken gemacht? Ich kann diese Gedanken danach alle vergessen. Das ist das Beste. Ich muss mir das nicht für jedes Projekt merken. Ich kann es einfach vergessen. Und ich vergesse es auch. Sofort, nachdem ich das hier abgespeichert habe, ist es für mich vorüber. Ja, wie macht ihr das? Habt ihr auch so eine BIM-Checkliste? Habe ich euch vielleicht auf eine coole Idee gebracht? Wenn ja, dann könnt ihr gerne diese anfordern. Und wenn nein, dann schreibt mir, warum ihr das vielleicht nicht so gut findet. Bis zum nächsten Mal, euer Peter. Ciao, ciao, servus.